Herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns mit der Restklassenarithmetik beschäftigen. Das Rechnen auf der Uhr ist eine häufige und einfache Aufgabe. Folgende Fragen sind etwa typisch. Wenn es jetzt 10 Uhr ist, wie spät ist es dann in 5 Stunden? Wenn es jetzt 2 Uhr ist, wie spät war es vor 8 Stunden? Wenn es jetzt 0 Uhr ist, wie spät ist es nach 3 Schichten von je 7 Stunden? Die Rechnung auf der Uhr macht Gebrauch von der Modulo-Operation. Diese bestimmt den Rest bei ganzzahliger Division durch einen Divisor, den Modul. Es gilt zum Beispiel 17 modulo 5 ist gleich 2, weil 17 ist gleich 3 mal 5 plus 2. Wählt man eine natürliche Zahl m als Modul, dann kann man ihn auf alle ganzen Zahlen anwenden. Als Reste treten dabei alle ganzen Werte zwischen 0 und m minus 1 auf. Alle Zahlen, die bei Division durch den Modul den gleichen Rest liefern, bilden eine Restklasse. Hinsichtlich der Modulo-Operation sind sie äquivalent. Für den Modul m gleich 5 sind beispielsweise die Zahlen 2, 7, 12, 17 äquivalent. Man schreibt etwa 7 modulo 5 ist gleich 12 modulo 5 ist gleich 2. Der Einfachheit halber soll zur Darstellung der Äquivalenz das Äquivalenzzeichen verwendet werden. Man kann nun untersuchen, welche Eigenschaften die Modulo-Operation hinsichtlich der arithmetischen Operationen besitzt. Für die Addition gilt, Klammer auf, a plus b, Klammer zu, modulo m, ist gleich, Klammer auf, a modulo m plus b modulo m, Klammer zu, modulo m. Dabei gilt, a und b müssen Elemente der natürlichen Zahlen sein. Die Gültigkeit dieser Beziehung zeigt man, indem man die Argumente a und b auf ihre Reste hinsichtlich des Moduls m zurückführt. Hier sind r und s geeignete ganze Zahlen. Deren m-fache sind restlos durch m teilbar, sodass Groß A und Klein A bzw. Groß B und Klein B jeweils in derselben Restklasse liegen. Nun gilt für die Summe von A und B, damit Sie die Zwischenschritte besser nachvollziehen können, pausieren Sie das Video gern. Für das Produkt von A und B gilt analog. Man zeigt dies folgendermaßen. Die Modulo-Operation ist also distributiv hinsichtlich der Addition und der Multiplikation. Dies kann ausgenutzt werden, wenn die Modulo-Operation auf größere Argumente angewendet werden soll. Zum Beispiel ist 57.836 modulo 11 gleich 9, weil 57.836 ist gleich 5.257 mal 11 plus 9. Man erkennt hier sofort den Aufwand der Rechnung, wenn man sie manuell ausführt. Einfacher ist es, folgendermaßen vorzugehen. Damit Sie die Zwischenschritte besser nachvollziehen können, pausieren Sie das Video gern. Noch weitere Beziehungen vereinfachen die Restklassenrechnung. Beispielsweise gilt für eine natürliche Zahl p. Dies kann ausgenutzt werden, wenn p nur wenig kleiner als m ist. Soll etwa innerhalb der Restklasse von m gleich 97 das Quadrat von 93 bestimmt werden, dann gilt: Das Rechnen in Restklassen kann gut in einer uhrenartigen Darstellung gezeigt werden. Die hier verwendete Uhr weist den mathematisch positiven linken Umlaufsinn auf. Auch beginnt die Zählung an der Abszisse. Für die weiteren Beispiele wird ein Modul von m gleich 13 angenommen. Allgemein werden in der Restklassenrechnung häufig Primzahlen als Modulen verwendet. Der Grund ist eine Folgerung aus dem chinesischen Restwertsatz, der hier nicht behandelt werden soll. Hier möchten wir einmal die Addition darstellen. Beginnend von 0 wird zunächst ein Sprung um 7 Einheiten vorgenommen. Anschließend erfolgt ein zweiter Sprung um 8 Einheiten. Man erreicht die 2. Ähnlich erfolgt die Subtraktion. Hier erfolgt zunächst ein Sprung um 4 Einheiten in positiver Richtung. Anschließend springt man 11 Einheiten in negativer Richtung und erreicht die 6. Man erkennt, dass negative Zahlen von ihren positiven Äquivalenten stets um ein Vielfaches des Moduls entfernt liegen. So können grundsätzlich negative Ergebnisse als Resultat einer Subtraktion vermieden werden. Eine Differenz liegt daher immer in folgender Definitionsmenge.
Dies ist ein grundsätzlicher Unterschied zum Rechnen mit natürlichen Zahlen, bei denen eine Differenz tatsächlich außerhalb der natürlichen Zahlen liegen kann. Trivial ist, dass eine Addition oder Subtraktion um 0 Einheiten eine neutrale, also nicht wertverändernde Operation ist. Auch die Multiplikation kann analog anschaulich gedeutet werden. Hier sind 3 sukzessive Sprünge um je 6 Einheiten dargestellt. Man gelangt zur 5. Als Resultat einer Multiplikation kann die 1 erreicht werden. Dies demonstrieren wir einmal in diesem Beispiel. Die Multiplikation eines Wertes mit 1 ist auch in der Restklassenrechnung eine neutrale Operation. Der Wert wird also nicht verändert. Nun kann man für eine gegebene Zahl u eine andere Zahl v suchen, sodass gilt: In dieser Beziehung sind u und v zueinander invers. Es gilt also v gleich u hoch minus 1. Für Primemodulen ist das Inverse einer Zahl stets existent und eindeutig. Auch dies folgt aus dem chinesischen Restwertsatz. Bemerkenswerterweise liegen die Inversen wiederum in D. Dies ist ein weiterer Unterschied zur Arithmetik mit natürlichen Zahlen. Dort sind Inverse im Allgemeinen Brüche und liegen als solche nicht in der Menge der natürlichen Zahlen. Die Bestimmung der Inversen kann relativ aufwendig sein. Oft erfolgt sie unter Verwendung einer erweiterten Form des euklidischen Verfahrens zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier natürlicher Zahlen. Im Sinne der Algebra stellt die Restklassenarithmetik einen Körper dar.